Ich engagiere mich hier in Paris, weil es um ein anderes Iran geht. Es geht um ein Iran, in dem Freiheit gelebt wird, in dem es Menschenrechte gibt, in dem es keine Folter gibt, in dem Frauen alle Rechte haben und sie leben können. Und genau das ist das Ziel der Opposition des Iran. Und diese Opposition, die muss agieren außerhalb des Iran, weil sie im Iran gefährdet ist. Es gibt ständig Hinrichtungen. Andere Meinungen werden unterdrückt. Menschen leben in Angst, wenn sie Freiheit und Menschenrechte wollen. Und ich unterstütze den Nationalen Widerstandsrat Iran. Ich unterstütze das Engagement der Präsidentin. Ich unterstütze sie aus vollem Herzen, weil sie verkörpert ein anderes Iran. Und ich appelliere an alle, die das wahrnehmen. Seien Sie dabei, helfen Sie mit. Es gibt diese Chance. Im Moment ist es vielleicht noch eine Vision, aber sie hat die Chance, Realität zu werden.